Was ist das auf der Insel? Abby, bleib am Funkgerät. Ich melde mich, wenn ich was finde. Klingt gut. Sei vorsichtig da drin. Verlass dich drauf. Ich muss das Tor öffnen. Ein Weg darüber, das ist definitiv Maya-Architektur. Merkwürdig. Warum wollte meine Oma, dass ich von diesem Ort erfahre? Ha.
Diese Brücke funktioniert anscheinend wie die letzte. Es muss einen Weg geben, das Pendel hierher schwingen zu lassen. Überhaupt keinen Sinn. Was siehst du? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es ist eine riesige Schmiede. Aber in der Größe? Was schmiedet man, wenn man dafür eine derartige Hitze braucht? Tut mir leid, dass ich dir keine große Hilfe sein kann. Die Wand hinter dem Pendel kann erklettert werden. Dieser Ort ist eine alte Schmiede. Was wurde hier hergestellt? Die Wand hinter dem Pendel kann erklettert werden. Tut mir leid, dass ich dir keine große Hilfe sein kann. Ja.
muss das Pendel erreichen. Die Brücke funktioniert bestimmt wie die anderen. Eine schwere Kletterpartie. Hier stehen Statuen, große Gesichter, in einem Kreis um die zentrale Säule arrangiert. Sie scheinen sie zu bewachen. Aber worüber wachen sie da? Du siehst Dinge, die ich nicht sehe. Diese Plattformen sehen aus wie die Brücken. Ich wäre mitgekommen. Diese Plattformen sehen aus wie die Brücken. Die Gasdüse ist nicht aktiv. Diese Plattformen sehen aus wie die Brücken. Diese Plattformen sehen aus wie die Brücken. Wer immer ihn getragen hat, hatte entweder schlimme Kopfschmerzen oder ist nie von hier weggekommen. Moment, da ist getrocknetes Blut.
Die Gasdüse funktioniert wahrscheinlich genauso wie die am Eingang. Gemäß seismischer Untersuchungen vom 25. November 1983. Enorme Ölfelder unter dem Dorf. Ich habe das Gebiet physikalisch untersucht und bestätige hiermit die Resultate. Empfehle groß angelegte Bohroperation. Porvenir wird wieder schwarze Zahlen schreiben. Dorf entbehrlich. Empfehle Outbreak der Stufe 01, falls Buyout erfolglos. Wir können nicht zulassen. Seltsam. Der Bericht bricht mitten im Satz ab. Die Gasdüse funktioniert wahrscheinlich genauso wie die am Eingang. Abby, hier liegt der Vermisste von Porvenir, getötet in Notwehr von Mariana Ortiz. Du wirst keine Leiche finden, nur diese Notiz. Als ich ihn fand, griff er mich an, also schlug ich ihm auf den Kopf. Seine Gier hat ihn getötet, nicht ich. Es tut mir leid um seine Familie, die von seinem Schicksal nie erfahren wird.
Falls diese Notiz vor meinem Tod gefunden wird, weißt du, wo du mich findest. Ich habe eine Notiz gefunden, geschrieben von deiner Großmutter. Sie hat einen Mann getötet, um sich und das Dorf zu schützen. Sie nennt ihn den Vermissten von Porvenir. Sagt dir das irgendwas? Ich weiß noch, als ich ein Kind war, es gab eine Suche. Einer der Arbeiter war verschwunden. Er wurde nie gefunden. Bald darauf war das letzte Öl weg und Porvenir zog ab. Oma hat den Mann getötet? Meine Oma? Ich glaube, sie hatte keine Wahl. Die Plattform muss wieder rauf. Hey.
Ich glaube, die Plattform bleibt hier. Bestimmt die Blätter an. Thank you.
Das ist zu einfach. Da stimmt was nicht. Heben bestimmt die Blätter an. Das ist zu einfach. Da stimmt was nicht. Verdammt, zugedreht. Von hier oben erreiche ich den Schalter nicht. Es muss eine Möglichkeit geben, diesen Weg zu erreichen. Zugedreht. Von hier oben erreiche ich den Schalter nicht. Das ist zu einfach. Da stimmt was nicht.
Das dürfte der richtige Weg sein. Das Gas ist an. Könnte ich rüberkommen. Liebe Abigail, es wird Zeit, dass du die Wahrheit über deine Vergangenheit und deine Verantwortung in der Zukunft erfährst. Du bist eine Wächterin, Abigail, genau wie ich und wie meine Mutter vor mir und ihre Mutter vor ihr und so weiter und so fort. Bis zurück in die Zeit von Königin Abarani, der Mutter der Vielzahl. Vor Jahrhunderten führte sie mein Volk aus dem trockenen Tod der großen Dürre in Guatemala in die Sicherheit dieses Tals. Auf ihrem Totenbett wählte sie eine Wächterin aus ihrer Linie und die Pflichten der Mutter wurden weitergegeben, bis sie schließlich bei mir landeten. Und jetzt, bei meinem Tod, meine süße Abigail, übertrage ich dir die Pflicht der Wächterin. Du weißt bereits, was du zu tun hast. Du tust es schon dein ganzes Leben. Du bist jetzt die Mutter der Vielzahl. Bewahre unsere Geschichte gut. Ich habe hier das Tagebuch deiner Großmutter. Es ist an dich gerichtet. Du solltest es selbst lesen. Es ist aber ziemlich heftig. Du kannst mich nicht so hängen lassen. Weiter, was steht drin? Die Kurzversion? Du bist eine Nachfahrin der Maya-Königin Abarani, großmütterlicherseits. Du bist die letzte einer langen Reihe von Beschützern, die... Was? Königin Abarani? Oma ist hier mit einer Maya-Königin verwandt? Moment, ich bin mit einer Maya-Königin verwandt? Ja, du bist eine Wächterin, sagt zumindest deine Großmutter. Steht alles hier. Was bedeutet das? Ich bin nicht mal eine Maya, ich... Dieser Tag wird mir echt zu viel. Pilar hat einiges zu erklären. Abby, ich habe ein Wandbild gefunden, das eine große... Es zeigt eine lange Reise nach Süden, von Mexiko nach Peru. Tausende folgen ihrer Königin, um einer großen Dürre zu entgehen. Die Reise zeigt, eine Maya-Königin führt Tausende ihres Volkes von Mexiko nach Peru. Warum hat sie hierher geführt? Es gibt viele Theorien, was mit den Maya passiert ist. Die üblichen Verdächtigen sind Invasion, Bürgerkrieg, Abbruch der Handelsrouten. Aber eine andere wird immer populärer. Dass die Maya-Zivilisation letztlich einem starken Klimawandel zum Opfer fiel. Wahrscheinlich hat sie aus jahrzehntelanger Dürre herausgeführt. Wo sind sie dann alle hin? Hmph!
Hier ist ein Sarkophag. Er ist wunderschön. Eindeutig königlich. Ein Sarkophag? Wie ein Sarg? Genau wie ein Sarg. Ich dachte, es wäre eine Schmiede. Wer auch immer hier begraben, geschafft. Für deine Gnade. Hast du den versteckten Ort gefunden? Es war eine Schmiede, aber es war auch noch mehr. Ja, es ist die Ruhestätte der Maya-Königin Abarani, der ersten Wächterin von Kuvakyaku. Sie baute die Schmiede als Artefakt mit großer Macht. Welches Artefakt? Ich weiß es nicht. Mariana sagte, was dort geboren wurde, wäre längst verloren. Aber die Nachricht darin würde ewig weiter existieren. Es war eine Nachricht der Hoffnung für die Zukunft. Wenn du das alles wusstest, warum hast du nichts gesagt? Tut mir leid. Ich habe es Mariana versprochen. Und? Soll ich jetzt plötzlich akzeptieren, dass ich eine Maya bin? Abaranis Blutlinie wurde über die Jahrhunderte verwässert, aber du bist ihre Nachfahrin. Und was bedeutet das? Du bist eine Wächterin, Abigail. Wie Mariana und ihre Mutter vor ihr, bis zurück in die Zeit von Abarani. Ich kann keine Wächterin sein. Ich habe hier Verpflichtungen. Du beschützt dieses Dorf seit Jahren. Hast du das nie irgendwie gewusst? Es irgendwie gespürt? Jetzt bist du die Bewahrerin der Geschichte. Was hat Oma immer gesagt? Dass sie seine Geschichte bewahren muss. Sicher bewahren. Sie sagte, sie würde mir eines Tages zeigen, wo es ist. Und dann würde ich seine Bewahrerin werden. Sie hat ihr Versprechen nicht vergessen. Sie hatte nur einen anderen Weg, es dir zu zeigen. Das sieht ihr ähnlich, nicht wahr? Sie konnte es mir nicht sagen. Sie musste eine Schatzsuche daraus machen.
Ich habe deine Großmutter geliebt wie meine eigene Schwester. Aber manchmal war sie eine große Nervensäge. Abby, ich glaube, ich lasse euch beide jetzt alleine weiterreden. Klingt, als hättet ihr einiges nachzuholen. Danke, Laura. Hier, ich möchte, dass du das nimmst, für deine Hilfe. Und bevor du irgendwas sagst, es ist ein Brauch. Du kannst nicht ablehnen. Danke. Mami, was ist das auf der Insel?